Wenn ihr hier bist. Sehr Ja, schön. alles klar, machen wir, machen wir. Ich rufe dich einfach an, sind da nur 10 Minuten, 5 Minuten zu deiner Haustür. Geil. Ja, Ja. wundervoll. Damit kommen wir zum letzten Game für heute. Platz Nummer 11. Und es ist vielleicht das bekannteste Replay, das Warcraft je gesehen hat. Ich hör dich das jetzt zum dritten Mal sagen. Ich weiß überhaupt gar nicht, um welches Replay es geht, auf jeden Fall. Ist es Also, so? ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe es wahrscheinlich noch Krass. nie gesehen. Okay, dann werde ich mich ein bisschen zurückhalten. Doch, wahrscheinlich habe ich schon gesehen, aber. Also, du Ich wirst auf bin jeden Fall. überhaupt noch gar nicht ready. Ich weiß nicht, wie du jetzt Oh, Entschuldigung, irgendwie okay, zu tut mir mir da leid, reinpassen wir willst. lassen das noch. Wir reden noch Doch, ich weiter bin. über den Nein, Berg. natürlich bin ich ready, aber es ist. Also, ich weiß nicht, wie ich jetzt noch irgendwas casten soll. Das hat mich viel zu sehr mitgenommen. Ich wahrscheinlich. In einer Woche werde ich noch nichts casten können. Moon gegen Todd jetzt. Wie soll man das denn jetzt noch machen? Schon wieder Todd, das freut mich. Ja, Todd und auch schon wieder Moon, den haben wir heute auch schon gesehen. Also Stimmt, zwei alte ja. Bekannte unserer Sippe hier. WEG, von vielen als das beste Turnier aller Zeiten verschrien. Da haben die sich ja irgendwie 4 Wochen lang bekriegt oder so. In so Ach so, einer krass. hochgezüchteten Ministadt in Korea. Ganz abgefahrenes Echt, Ding. ja? Ja, irgendwie haben die da alle in so Bungalows gewohnt, glaube ich. Wenn ich das Naja. richtig in Erinnerung habe. Und waren dann halt irgendwie für einen Monat da. Wie Olympia. Genau so Quasi. war's. Ja, genau. So ein E-Sport Nur ohne Olympia. Feuer wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich hatten Also die irgendwas ich anderes. kann mir auch vorstellen, dass sie das nachgemacht haben. Ich bin leider, habe ich wieder die 1 Minute verpasst. Wir müssen wieder auf 1 Minute 10 gehen, wenn das okay ist für dich. Kein Problem. Auf jeden Fall ist das Game fast 10 Jahre alt, von Februar 2005, Patch 1.17. Und da war eine Menge anders. 1,17, kranker Jo. Scheiß, ja. Da hatten zum Beispiel die Spirit Walker noch kein Resistance Skin und konnten hochgewirbelt werden von den Dots. Aber das ist egal, weil wir kein Ork haben. Bei den Night Elves das meiste wie sonst: Shadow Strike weniger Mana, Purifier hält kürzer, der Orb of Venom hält länger, beziehungsweise das Purifier hält länger. Der Orb of Venom hält länger, die Dryaden geben weniger XP und der Tree of Life baut etwas länger. Bei den Humans auch das obligatorische Masonry Upgrade ist stärker, gibt mehr HP und 2 statt 1 Armor, also die Tower noch krasser als später. Die Tanks geben weniger XP, Riflemen haben mehr HP. Die Ivory Tower sind günstiger, die Tower reparieren schneller und die Knights sind etwas schwächer. Aber das war es noch nicht, weil es gibt ja noch die Items, da ist einiges anders. Das TOE. 150 statt 100, wisst ihr ja. Staff haben Local Cooldown statt Global Cooldown, also können übergeben werden. Beim Shop, wenn Items dasselbe Item-Level haben, dann haben sie trotzdem nicht dieselben Verkaufspreise. Also jedes Item hat seinen eigenen für sich gesetzten Verkaufspreis. Wie? Also zum Beispiel jetzt, wenn du eine Claw hast und ein Circlet hast. Ach Dann so, ah ja, verkaufst du die okay, für dasselbe Gold. ja, So. okay, Und verstehe, damals halt verstehe. nicht. Die Item Drops wurden so ein bisschen geändert. Es gibt weniger Claws und dafür mehr Sachen wie ein Lightning Shield und so. Und der Staff of Teleportation kostet ein wenig weniger. Drunken Haze ist etwas stärker, weil es immer 50% slowed statt 15, 30, 50%. Breath of Fire ist etwas stärker. Lava Spawns splitten sich bei 14 statt 15 Hits und der Beastmaster ist ein bisschen stärker und die Pocket Factory ein wenig schwächer. Das dazu, behaltet das im Hinterkopf, denn wir zeigen euch das berühmteste Game aller Zeiten, höchstwahrscheinlich. Und zwar Todd gegen Moon von den WEG. Ich muss noch 10 Sekunden vorspulen und dann geht's hier los. Ah ja, jetzt habe ich so viel Hype aufgebaut, jetzt nur 10 Ja. Sekunden waren. Jetzt musst du mir aber gleich noch mal ein kleines Update geben hier zum Matchup. Zum Matchup, jawohl. Ja. Mach ich. Okay, dann geht's los. Den letzten Sync des Tages darfst du dann nochmal machen. Okay, ja, wir sind hier Moon gegen Todd auf irgendeinem krassen Olympia-Event auf Twisted Metals. Die beiden sind sich genau gegenüber und ich bin überhaupt gar nicht ready für dieses Spiel, aber ich muss, Neo und ihr seid ja auch heiß wahrscheinlich und ich bin nicht mehr fit, ich merke das. Also ich hätte trainiert. Okay. Kurz. Es ist das heftigste Game aller Zeiten, sagt Neo. Das Das berühmteste Game bekannteste, zumindest, das ja. berühmteste. Und das wird seine Gründe haben. Wahrscheinlich wird hier der ein oder andere krasse Move drin sein, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit. 3, 2, 1, go! Herzlich Ja. willkommen, meine sehr verehrten Ja. Damen und Herren. Moon One, yeah. One is the one. Ja, da Fühlst hat du er, dich ein glaube ich. bisschen diskreditiert? Nö, nö. Als Ich der Auserwählte? teile mir diesen Platz gerne mit Moon. Ja, Also, wenn klar. mit jemandem, dann jemand von unserem Team oder mit Moon.
Und Moon hier mit einer Neutral Hero Build Order, also denke ich mal irgendwie Panda, Beastmaster damals sehr gerne gespielt. In der Zeit hat man vielleicht noch sehr viel Beastmaster gespielt, weiß ich das nicht genau. Wir hatten auch ziemlich alte Games von Sase, wo er das auch sehr gerne gespielt hat, also kannst du definitiv recht haben. Es gab auf jeden Fall ein Jahr, wo Neidl nichts anderes gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das 1.1.7 war, aber es war lange her, aber ja. Fandst du wahrscheinlich auch nicht so prickelnd damals als Undead? Ach, weiß gar nicht. Weiß ich nicht mehr, okay. Weiß gar nicht, weiß überhaupt nicht. Todd, also damals noch mit der guten alten Four Kings Flagge, die Rekord-WC3L-Sieger. Bis heute. Aber den Fast Goblin Lab Creep, den hatten sie damals auch schon drauf. Genau, den hatten sie damals schon drauf. Oh, so dreist der auch ist. Ja, die Militia kommt ein bisschen spät irgendwie, aber das wird ihn davon nicht abhalten. Wir gucken in die Mitte und es ist eine Dark Ranger. Verliert auch eine Militia tatsächlich. Ja, Dark Ranger auf... Ach, Dark Ranger, moin moin. Ja. Ja, klingelt's jetzt? Das Game, nein, überhaupt gar nicht. Krass. Das ist super. Also das Ding ist, ich habe aber auch bei Filmen so ein ganz, ganz schlechtes Gedächtnis. Es kann sein, dass es halt einfach... Also ich bin einfach nicht gut in sowas, so Sachen erinnern. Ich habe mir dieses Szenario ein wenig erwünscht und erhofft, dass du es nicht weißt. Und ich hoffe, viele im Chat auch nicht, weil das ist wirklich ein klasse Game. Level 2 für den AM, kein Tome of Experience gefunden. Wir sehen den Levelunterschied von dem Game vorher zu diesem Archmage. Und die Dark Ranger holt sich erstmal drei kleine Skellies und geht damit krass, zum... Krass, der war fast Level 3 nach dem Creep, ne? Jo. Krass. Das ist so ein Unterschied. Ja. Weil da kommt jetzt noch ein bisschen was dazu, aber... Achso, aber ist ja noch nicht, vorbei, genau. Holt sich jetzt Level 2,5 oder was? Ja. Gut, der Nidav creept hier fleißig, wird sich Level 2 holen auch. Damit auf jeden Fall auf dem gleichen Level, aber keine Skelettons mehr am Start. Was spielt man denn hier in dem Matchup? Was ist so. Ja, normalerweise würde ich sagen Bären-Dryaden auf der Seite von Moon. Das ist ja das Standard. Gegen Caster oder was? Standardmäßig gegen alle, gegen Caster, vielleicht damals noch Rifler, vielleicht auch schon Mortars. Also. Das auf jeden Fall. Du hast das Game natürlich auch im Kopf. Also, ich weiß nur, warum es bekannt ist. Also ich weiß jetzt nicht jeden einzelnen Schritt. Okay. Ich weiß auch sonst die Units gar nicht mehr. Auf jeden Fall für Moon-Verhältnisse relativ viele Archer. Aber Todd macht hier schon Go. Ich weiß gar nicht, ob er die Dark Ranger schon gesehen hat. Aber er wird sich wahrscheinlich... Taggt auch noch nicht. Moon taggt noch nicht. Todd taggt schon wieder sehr früh. Also keine Echse. Ja. Hätte man sich auch... Oh, hätte vielleicht auf die 1 Echsen können. Aber gegen den Dark Ranger natürlich... ist vielleicht auch gut, das gegen Dark Ranger nicht zu tun. Jo. Ja. Kriegt man immer super viele Skellies und Snowballt dann so ein bisschen. Um mal einen Fachterm von Remo zu benutzen. Der schmeißt ja immer gerne mit seinen englischen Wörtern um sich. Kleiner Schneeball-Effekt. Ich weiß überhaupt nicht, warum heißt das ein Schneeball-Effekt eigentlich? Weil das so ein Schneeball, wenn der rollt, wird er doch immer größer. Warte mal, achso. Weißt du? Und Schneeball lässt du ja nicht rollen, das ist ja Quatsch, einen Schneeball rollen zu lassen. Ja, ne? Aber wenn du einen Schneemann bauen willst, dann fängst du mit dem Schneeball an. Ja, stimmt. Und dann wird das immer größer und ist krass, irgendwann ein Bau. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Schneemann gebaut habe. Was? Okay, du bist wahrscheinlich, du bist ja in der Stadt groß geworden, alles klar. Ja, krass. Moon bleibt jetzt wirklich länger auf T1 und addet eine Huntress, taggt immer noch nicht. Auch witzigerweise keinen Engine of War Creep gemacht, wenn ich es richtig sehe. Huntress ist interessant, oder? Hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht. Ist surrounded, aber wird jetzt direkt fallen. Hat schön gemacht, auf jeden Fall. Und Footy kriegt es hier ein bisschen ab, aber hat noch 50 Hitpoints. Das sollte vielleicht reichen, um wegzukommen. Es sei denn, dieser Granger läuft hier ganz entschlossen hinterher. Und das tut sie auch bisher. Jo, da kommt der Pfeil. Ah, reicht aber nicht. Hätte sie doch den Orb benutzen sollen. Stimmt. Dann hätte es gereicht, aber jetzt kommt da. Zack, da ist das Skelly. Und die Footies rennen auch so ein bisschen Polonaise. Das ist auch nicht wie so ein Skelly und ein Footie, ne? Das macht richtig Sinn, dass da ein Skelly rauskommt aus so einem Footie. Ja, das ist auf jeden Fall mehr als bei so einer Huntress oder so. Oh, surround auf die Dark Ranger. Kann die sich da rausfallen? Sieht vielleicht schlecht aus. Noch den Footie killen, aber Todd stellt sich klug hin, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Moon muss sich rausporten. Er portet sich raus. Ja, muss sich rausporten. Level 2, da macht man das schon auf jeden Fall. T2-Tag abgeschlossen. Wir sehen die Blacksmith, also werden das wohl Rifler werden. Noch kein T2-Hero, hat halt ein bisschen Goldprobleme gerade. Aber und Moon immer noch auf Tier 1. Aber das war auch früher so, dass Nidav oft lange auf Tier 1 geblieben sind. Moon hat auch eine Echse rechts. Ja. Mit Dark Ranger geht das nicht. Zweiten AOW, er meint das jetzt ernst mit Hans. Krass, okay, wird er da echt so lange bleiben, aber er pumpt da noch Wisps nach. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so das Mittel der Wahl ist. Level 3 Archmage hat dann Level 2 WEs, die machen super Damage gegen die Huntress. Die Rifler natürlich auch, aber gut. Es ist ein bisschen das Problem, wenn man Games von vor 10 Jahren guckt, glaube ich. Ja, man versteht das Meta nicht mehr so genau. Man versteht, genau.
Man kommt nicht so richtig mit. Meta ist auch so ein Wort, was man früher nie benutzt hat, ne? Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Was du meinst. Ich habe mich auch kurz über das Wort gewundert. Level 3 Dark Ranger an dieser Stelle. Schön, auf jeden Fall. Gut geholt hier. Mountain King Second und Arcane Sanctum, also standardmäßig Rifler Caster. Das haben sie auch gegen alles gespielt damals, ne? Die Humans. Glaube ich. Auch immer das Caster Action. Philly schwärmt da ja heute noch von. Werden wir am Wochenende wahrscheinlich auch wieder sehr oft hören, wie er das vermisst zu spielen. Ja, jetzt haben wir die zwei Engines of War und immer noch kein Tech und auch noch keine gecreepte Echse, das wird jetzt passieren. Frage ist natürlich, was macht Todd in der Zeit? Er geht zum Mercenary Camp, dickes Item, viel Experience, Mountain King schnell auf 3, das wird so das Ziel sein, denke ich. Ja, er wird gecreept bei Moon. Riesenarmee bei Moon schon irgendwie. Also irgendwie. Jo. 40, aber es sind nur 40 Supply irgendwie. Das sind natürlich. Ja, man, durch ich die meine, das man, auch würde man heute auch nicht mehr sehen, dass ein Nidoth mit so einer großen Armee und noch ein Tree of Life als Unterstützung creept, oder? Also irgendwie. Das ist, sieht ja, irgendwie stimmt. Komisch aus. Bisschen verschwendet, das ist richtig, aber. Ja. Hat man halt so gemacht, ne? Ja, ja. Shop Creep jetzt. Der Shop ist auch noch anders, ne? Da ist kein Warlord, da ist dieser High Priest. Ach. Ja? Ach krass. Ja, das wird irgendwann geändert. Okay. Sollte damit ein bisschen einfacher sein, meinem Verständnis nach. Und die ja. Rewards. Ah ja, das ist das, was du meinst. Die gab es nämlich dann auch nicht mehr, ne? Genau, die da gab es dann irgendwann so. Natürlich ein relativ starkes Ei. Ich mag Healing Wards gerne. Also ja, kommt drauf an. Kann man leicht kicken, aber sind genau. Trotzdem irgendwie auch ein geiles Item. Wobei gegen Nidoth ist wahrscheinlich Quatsch mit den ganzen Ranged Units. Planet of Mana jetzt, das ist interessant. Weiß nicht, ob das viel bringt. Für die Dark Ranger jetzt direkt nicht so, aber wer weiß, wenn da noch ein Panda Second kommt oder so, ist natürlich perfekt. Ja. Schnelles Level 4 und Moon schon mit der zweiten Echse unten auf 6 Uhr. Ach krass. Wird angegriffen vom Creep. Also der hat ein wenig, hat Todd da hingelockt wahrscheinlich. Der hat ein wenig Goldgier, der Mann. Ich denke, Todd hat das schon gesehen hier mit dem Tree of Life. Todd hat laut meinem Fog of War die andere Echse auch schon gesehen. Aber ist ihm egal, ne? Ja, ist ihm egal. Er weiß auch, Moon ist immer noch auf Tier 1, aber jetzt hackt Moon. Auf der. Nee, ja doch. Hackt hier rum. Ja, Todd creept die andere Startposition, gibt immer ein nettes Item. Was wird's heute geben? Amulet of Space Shield ist jetzt. Na, gegen auch Silence leider, ist halt okay. Ja, stimmt. Ist situativ. Gar nicht so gibt aber auch viel Geld. Also, ich mag das Item super gerne, aber. Vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll gerade. Blockt das eigentlich so bei den Nuke Orb? Gegen Nuke ist es halt super stark. Was? Ob das den. Bestimmt. Aber ja, das halt einmal, scheiße. Einmal in 40 Sekunden. Jo, ne? Jo, das wäre natürlich also scheiße dann. So, auf jeden Fall, die Echse ist gescoutet. Wird auch nicht mehr so lange überleben. Eine Sorg, witzig. Achso, Echse geht drauf, ja, stimmt. Rifle auch tatsächlich, wie du angekündigt hast. Zwei aber nur, also ein bunter Unit-Mix bei Todd. Todd Echse jetzt auch. Auf der linken Startposition. Ach ja, moin. Aber auch direkt gescoutet, ne? Was Moon einfach für ein krasser Typ ist, ey. Dass er das so weiß, das ist so eine untypische Position für eine Echse. Ja. Wahrscheinlich extra deswegen da gesetzt, aber Moon hat einfach. Er hat das Item am Human gesehen, würde ich jetzt sagen. Natürlich. Und dann. Aber trotzdem, dass er der Echse ist natürlich nicht selbstverständlich. Ja, Level 2 Skelette, die sind natürlich schon relativ groß. Dark Ranger ist jetzt auch fast schon auf Level 5. Gleich Tier 2 bei Moon, dann wird es Zeit für den Second Hero. Ich bin gespannt, was da rausploppen wird aus der Taverne diesmal. Ja, vielleicht spielt er die auch einfach solo. Kann sein, ja. Klar. Aber ihm fehlt ja dann so ein bisschen der Damage. Invisibility, auch ganz interessant eigentlich. Was macht er damit? Mal sehen. Es ist halt auch krass, weil man irgendwie bei Moon auch sieht, mal mit diesem krassen Orb, mal ohne und so, dann macht er wahrscheinlich alles manuell. Ne? Dann macht wahrscheinlich jeden Schuss manuell. Ja. So, jetzt gibt's hier Go auf die Mainbase von Todd. Mal gucken, wie ernst zu nehmen das ist. Todd ist ja auch direkt um die Ecke, ist nicht weit und irgendwie kämpft er hier noch gegen ein paar Skelette und eine Hand. Die Hand kann sich nochmal da befreien. Aber es wurde nur ein Tower gekickt und vielleicht ein Peasant oder so in der Mainbase von Todd. Super wichtig, also natürlich der Arcane Tower, jetzt wird gleich der zweite kommen. Moon hier mit der zweiten Echse oben rechts auf der Startposition. Also ist jetzt hier mit drei Echsen unterwegs, also mit drei Goldminen unterwegs, so wie er es geplant hatte. Nee, die eine wurde gekickt. Ja, aber trotzdem drei hat die Main. Ja, sorry. Keine Upgrades. Oh doch, er hat 1-0 auf den Units. Not bad. Kein Second Hero und ich glaube auch kein Supply dafür frei. Er ist schon auf 57.
Das auch ungewöhnlich, ist ja. Sehr ungewöhnlich. Aber wobei, okay, ich meine, er hat jetzt zwei Echsen. Also ja, mit drei Goldminen. Auf jeden Fall erlauben. Todd auf 50 okay. Supply. Und Todd ohne Echse, ne? Also das ist jetzt schon, Moon ist schon ganz, ganz krass im Vorteil, jetzt Eco-mäßig. 21 Gold pro Pässen gegen 10. Also doppelt so viel Gold gerade für Moon. Und ja, der macht jetzt wieder Druck, der will seinen Economy-Vorteil noch weiter ausbauen, geht hier hinten rein. Solange der zweite, dritte Tower noch nicht fertig ist, geht das auch easy. Call to Arms eingesetzt. Oben rechts Echsen. Okay. Jetzt kommt das TP von Todd. Moon kommt nicht so richtig raus. Verliert jetzt, wird jetzt zwei Hands hier verlieren. Nee, Invisible gecastet und TP. Aber die Hands sind weg, werden nicht mit TP. Boah, wie schnell er reagiert hat, ne? Ja, ja, war sehr gut. Krass. Von beiden Seiten gut eigentlich. Aber zwei Hands verloren. Es war ein wunderschönes TP tatsächlich. Aber Moon stand da auch unglücklich. Also es hat sich so ein bisschen selbst blockiert. Das ist halt das Ding mit Hands. Hands sind irgendwie so groß. Irgendwie. Stehst du nicht so auf große Units. Leute? Nee. Moon holt sich... Was soll ich darauf jemals antworten? Ja. Moon mit der vierten Echse, beziehungsweise mit der dritten Echse im Bau. Und scoutet auch direkt da jetzt, wo die Passants hinkommen. Das ist ein Timing, das ist ja unfassbar. Also das war ja wirklich auf die Sekunde genau getimed. Wo, was, wie, nochmal? Rechts oben ist gerade die Militia hingewandert, um die Exit zu bauen. Ja. In der Sekunde kommt der Wisp an und scoutet das. Oh, der ist da eben schon hingelaufen, weil dann hat sich TP, dann sind die mitgekommen. Achso. Ah, ja. Und Moon baut jetzt halt seine vierte Echse. Seine vierte Goldmine gerade, ne? So ganz, ganz unverfroren. Easy. Wenn er eine verliert, macht das auch nicht hier aus. Baut jetzt hier seine Engines auf Lore rechts. Dafür ist Moon ja auch mal berühmt gewesen, eigentlich, ne? Jo. Dass er so viele Echsen, dass er einfach überall Echsen baut, wo geht. Da soll man erstmal gegen ankommen, jetzt gegen diesen Goldvorteil hier. Ja, als Night Elf hat man es anscheinend über, ne? Da kann man locker mit T1 hier das T2 vom Human aufhalten. Stimmt, ja. Fast Level 5 Dark Ranger. Moon kämpft jetzt auch nicht, ne? Der läuft ja die ganze Zeit so ein bisschen rum, macht schön Druck auf jeden Fall, die ganze Zeit. Oh, er hat ja so eine geile, so eine Dings geskillt. So eine Eule. Für die Huntress? Ja. Nee, auf dem Baum. Wo kommt das her, die Eule auf dem Baum? Ja, ich glaube, die kommt von der Huntress. Von der Hand. Ja. Witzig. Habe ich auch selten gesehen, dass sowas gemacht wurde, aber. Aber stark eigentlich. Map Control ist wichtig. So, hier jetzt die Dark Ranger. Schön am Stressen. Geht natürlich super easy. Jetzt haben wir diesen Schneeball-Effekt. Jetzt hat er den ersten Dark Minion und damit mehr Damage. Damit hat er gleich den zweiten Dark Minion, damit noch mehr Damage und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Die zwei Riflemen werden da auch nicht so viel zu lachen haben. Er braucht aber noch den dritten Pässen, der ist ein bisschen gierig jetzt. Aber das läuft und creept jetzt parallel dazu mit vier Archern die Echse frei. Geiles Multitasking. Geil. Und währenddessen ist die Echse an der Startposition auch fertig. Damit haben wir gleich 1, 2, 3, 4, 5 Minen. Ja, muss ich gar keine Gedanken machen, der Dark Ranger. Hier mit Invisibility Potion und Stuff. Hat den nochmal gesilenced. Kann nichts passieren. Der Bolt war zu weit weg, beziehungsweise schöne Silence um den Bolt. Dass der kein Bolt schmeißen kann, so. Es ist unglaublich, er hat echt 1, 2, 3, 4, 5 Goldminen am Laufen. Ja, und Todd hat nur eine. Ja, zwei mit seiner Main, aber ja. Zwei, ja. Das ist echt krass. Aber gut. Dafür Level 4 Heroes beim Human. Und ich sag mal, nur Level 5. Aber Todd auch auf 53 Supply ist jetzt auch nicht so richtig glücklich irgendwie. Nee. Hat er da irgendwie Goldreserven, dass er jetzt so durchpumpen kann? Nee, gar nix. Das ist seltsam. Da rollt schon wieder die Harris-Maschine los. 5 Huntress. Und der Rest der Army kommt auch hinterher. Durch die Gräven-Attacke. Ja, siehst du, ich habe mich noch gar nicht gesehen, diese drei AOLs hier. Jo. Ganz rechts der Map. Die pumpen fleißig, die beschwören hier vor sich hin. Geil. Jetzt macht Todd Go auf die erste Echse von Moon. Wird noch einen weiten Weg haben, um alle Echsen zu killen, aber die wird er hier kicken können. Tut richtig weh, der macht einfach gar nichts. Doch, er macht Go auf die andere von Todd. Das wäre natürlich sehr viel schmerzhafter für Todd, wenn die fällt, als die Echse von Moon die fällt. Aber die drei Tower machen ordentlich Damage an den Hans tatsächlich. Jetzt hat er alle Passions gekillt. Town Portal von Todd. Also er kann seine Echse hier verteidigen. Er hat aber wieder vier. Wieder so ein gutes Town Portal. Er kann wieder jetzt 2, 3 Hunts killen. Und natürlich die restlichen Skellies, aber gut. Gehen wahrscheinlich irgendwie 12x4 oder so. Es ist immer gute Experience, so was er da macht. Na klar. Aber natürlich, Moon hat jetzt 70 Supply, aber davon sind halt auch super viele einfach nur Wisps, ne? So auf dem Feld hat er jetzt ja. Okay, jetzt hat er 5 Bären, aber.
Das ist schon nicht so ganz viel gerade. Ist noch da? Also gut. Ja, hier schreien irgendwie die ganze Leute draußen, so ganz viele Leute rum. Ich wundere mich ein bisschen, aber. Sind deine Fanboys, die Das klingt deine eher Wohnung so ausfindig auf gemacht meine Hater. haben? Das klingt eher aggressiv in Berlin-Neukölln hier. Ah, schön. Todd macht Go auf die nächste Echse von Moon. Die eine hat er ja schon Daumen bekommen, aber Moon baut die einfach neu an seiner Natural. Die will Moon jetzt hier allerdings halten. Repaired mit den Wisps, aber kommt auch nicht wirklich zur Hilfe. Hat aber auch nichts zur Hilfe kommen. Zur Hilfe kommt. Wo sind denn eigentlich die Bären von Moon? Ach da, die laufen hier so komisch durch die Map. Ich weiß auch nicht, was er da vorhat. Aber der Damage-Output Also. der Rifle ist jetzt auch noch nicht so groß mit 0-0. Schönes Clap, damit die Wisps nicht mehr reparieren. Jetzt sollte es mit der Echse gewesen sein. Macht aber parallel wieder Go auf die Echse. Also richtig starkes Harassment von beiden Spielern hier. Dark Ranger Level 5,5. Natürlich immer wieder gut mit ihren Level 3 Skellies da, weil nur eine Arcane Tower da ist. Burnt jetzt aber gut das Mana weg. Damit keine Dark Arrows mehr, damit kaum noch Skellies, aber drei reichen natürlich auch. Ja, aber auch die gehen schnell down, down gegen eine Kentaur. Wobei, geht eigentlich. Er hatte nur einen, ne? Vielleicht zwei oder so, drei. Ja, Keine stimmt. Ahnung. Der Moon ist halt bei 80 Supply und hat wahnsinnig viel Gold und er kriegt wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Gold. Und Todd, das sieht irgendwie anders aus. Er hat schon wieder seine Peasant Line verloren und Moon weiß ganz genau, was er hier tut. Also, dass der Verlust dieser Peasant Line sehr viel schmerzhafter für Todd ist als der Verlust seiner eigenen Echse, das weiß Moon ganz, ganz genau. Ja, Und, so 350 Gold, ne? Die schüttelt er sich immer so aus dem Ärmel. ja. Ich wird hier weiter gestresst mit der Handschuss, war jetzt nicht mehr so erfolgreich, aber okay. Hat sie Nix, verloren. nix, ja, auch nichts gekickt dabei irgendwie. Ja, stimmt. Scout Nächste Tower. Echse, wieder zwei Echsen im Bau. Ne, eine Echse bei Moon hier. Wieder Ja, habe scoutet ich er auch so schon gut, gesagt, ne? Baut jetzt einfach, da werden drei Tower gebaut, ne? Und Moon ist so ne? dreist. Mir doch egal. Tree of Life. Ja, er läuft da jetzt halt hin. Es ist eine gute Army am Start mittlerweile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bären, 3 Dryaden. Kann natürlich auch dann dispeln. Wo ist die Action, die du mir versprochen hast? Diese, ich bin ganz gespannt, was hier noch passiert. Ja, es wird witzig. Ganz gespannt. Ist auf jeden Fall schon mal Ja, übelst Echse jetzt krass, was hier abgeworfen so bei Moon. generell abgeht, irgendwie mit diesen ganzen Echsen. Was ist so schwer. Da beneide ich die StarCraft-Caster auch nicht, für die das einfach normal ist. Ja, nee, überhaupt gar nicht. Auch, ich meine, bei Warcraft 3 ist ja immer noch dieser Minimap-Bug, ne? Das nervt so ein bisschen, dass irgendwie Gebäude angezeigt werden, wo keine mehr sind und so. Wobei, eigentlich geht's sogar gerade bei mir, aber ist Ich nicht glaube, das kam leicht erst zu moderieren. später. Ich glaube, das ist bei dieser Ach so. Version geht das nicht. Ich weiß auch Ach nicht so, genau. okay. Kann sein. Auf jeden Fall macht sich eine große, ein großes Rudel Bären macht sich auf nach rechts oben, Oh um ja, oh ja, oh ja. ausnahmsweise mal wieder die. Würdest du gerne da stehen und dann plötzlich so eine Horde Bären auf dich zukommen haben, Nicht, sehen? wenn die ungefähr 4 Meter groß sind Ich. und sich Kriegsbemalung draufgepatscht haben. Ja. Und noch. Oh je, die knallen wirklich rein. Da können die Tower noch so viel schießen. Ja, was soll man. Ja, Level Level 6 6 Dark Dark Ranger. Ranger. Was ist das Und Ultimate er ist von der Legion? Charm! Er hat einen Peasant übernommen! Kann er dann die Units bauen? Nee, er kann jetzt Human Gebäude. Ach so. Ach krass. Er kann jetzt Human-Gebäude bauen. Und Ist er das saved jetzt den so? halt auch Läuft so das auf easy, die. ne? Auch direkt irgendwie. Läuft das auf die Action aus, auf die mir versprochen hast? Wir werden es sehen. Dass er jetzt noch Greifen baut oder so. Ja, Bären greifen. So wie im Two and Two. sicher. Ja. Er hat ja genug Gold, ne? Er kann da locker noch Ja, auf hinchecken, jeden so. Fall. Nur eine Zeitfrage eigentlich. Ist auch Wirklich irgendwie. so wahnsinnig wie Gold, also. Also dieser Pessen, der wurde ja auch irgendwie danach gar nicht mehr attackiert oder so, ne? Die ganze Echse ist jetzt natürlich wieder down. Da ist auch nichts, was den irgendwie aufhalten könnte. Also der wird wahrscheinlich gleich anfangen, ja, entweder Holz zu hacken oder einfach was zu bauen, ne? Kann er denn dann zum Tree of Life gehen und das Holz abgeben? Oh, das ist eine gute Frage. Das sind halt so Sachen, so die weiß man einfach nicht, oder? Nee, die sieht man halt nie. Nee. Wir gucken einfach mal, was dieser Pessen hier jetzt so an den Start bringt. Er hat's da ja muckelig warm da bei den Moonwells, kann er noch baden gehen, wenn er Bock hat. Das macht Moon aber auch nur, weil er sich seines Sieges nicht mehr. Was wird das denn? Der baut hier eine Einfach auch Town nicht zu einer Echse Nicht oder mal so. zu einer Goldmine. Ja, es gibt halt auch keine freie Goldmine mehr, so ungefähr. Doch, da drüber wäre noch eine gewesen, aber die ist halt Ja, nicht freigecreept, aber auch aber mit Creeps. das ist echt so, ich demütige jetzt einfach mal übelst meinen Gegner, weil ich 800 Millionen Gold hab. Und die auch behalten werde, so.
Ja, das Spiel ist, ich meine, das ist doch schon längst vorbei, oder? Todd hat doch keine Chance. Es ist im Fight gerade tatsächlich, Todd hat ja echt schon eine Army auch. Aber, also, goldmäßig ist das alles nix. Ja, er versucht ja verzweifelt, er holt sich einen zweiten Passant. kann natürlich dann schneller gleich die Zaun neu bauen. Oh, der könnte vielleicht abgegriffen werden? Nee. Was die jetzt wohl sich so erzählen? Oh, ich arbeite jetzt für jemand anderen. Tschö. Hab Arbeitgeber gewechselt. Hat mir ein besseres Angebot gemacht. Ich wollte schon immer mal mit Moon sein. Also wäre ich ein Passant, würde ich auch wohl wollen, dass ich nicht mehr abgeschlachtet werde und würde da die Seiten wechseln. Stimmt, ja. Ja, Town Hall Hälfte fertig ungefähr. Minen immer noch 1, 2. Okay, die Main ist jetzt leer. 3. Oh, die Main ist leer. Todd hat kein Income mehr. Ach du Scheiße. Ja, das kennen wir jetzt von Todd irgendwie, ne? Das ist wenigstens noch jetzt. Level 5 Archmage und Level 5 Mountain King. Vielleicht, wenn er da irgendwie mit Clap-Blizzard-Kombo noch was reißt oder so. Ja, jetzt geht's hier auf jeden Fall auf die Echse von Moon. Auf die Echse kann ich gar nicht sagen. Auf eine Echse von Moon. Macht hier schön Clap in die Wisps, aber kriegt keinen einzigen tatsächlich. Aber gut. Auch egal, bei Brilliance Aura. Echse geht auf jeden Fall also down. Es sind jetzt nur noch 2 Goldminen, ne? Ja, der stimmt. Der hat irgendwie 2 gekickt und aber es sind trotzdem 2 gegen 0, also. Das ist natürlich korrekt. Oh, er setzt nicht Charm ein, er killt diesmal den. Nein, Charm bei 2 Hitpoints. Oh Mann, natürlich muss man den vorher noch runterhauen. Oh Mann. Das ist so ein bisschen wie Kriegsgefangenschaft jetzt. Ja, gut wird's dem gerade so nicht richtig gehen. Schön anschlagen. Wo ist denn eigentlich der zweite Peasant? Den habe ich auch aus den Augen verloren. Ja. Aber Todd holt sich jetzt vielleicht die dritte Echse. Todd ist mutig. Todd holt sich die dritte Echse. Also der killt so die dritte Echse von Moon. Ja, und er baut eine neue auch an der 8. Startposition. Genau, der holt jetzt hier die Echse, das stimmt. Und damit nur noch eine. Nur noch okay, eine. Da oben ist der Tree of Eternity hingewandert zur rechten Startposition. Ja, aber Tree of Life ist es nur, nee. Ne, ist ein Tree of Eternity rechts oben. Ach, rechts oben. Und links oben steht ein Tree of Life von Moon mitten in den Creeps. Da wird das auch nicht lange machen, glaube ich. Ah, oh, ups. Da hat er sich tatsächlich mal vermicrot vielleicht. Aber die Town Hall ist fertig und er taggt, ne? Und baut einen Altar. What? Kann er jetzt Human Heroes bauen? Er kann jetzt Human Heroes bauen. Er hat von Anfang an darauf gespielt, die Dark Ranger Mountain King Kombo. Das war wahrscheinlich sein Gameplan von Anfang an. Von Anfang an, ja. Ja, genau. Second deshalb Hero. Hat auch, deshalb hat er nur einen Hero gebaut bisher. Ja. Holt sich jetzt Water Elemental, auch schön gemacht. Oh, so ein Troll-Game. Oh Mann. Anstatt da irgendwas Sinnvolles, so eine Sorg oder so. Nee, ja, ist Quatsch. Todd denkt auch nur so irgendwie. Okay. Aber Todd hat eine Echse. Er hat aber kein Gold mehr für Fast Build. Das sieht auch doof aus irgendwie, ne? Mach du mal, ne? Ja. Was für ein unkollegialer Haufen, diese Humans. Die einen wandern auf die andere Seite, die anderen arbeiten ja, einfach nicht mit. Stimmt. Also supply-mäßig sind sie beide gleich. Moon hat tatsächlich auch jetzt gar nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante. Hat halt auch nur noch zwei Goldminen. Aber davon läuft die eine nicht so richtig bisher. Hat aber unten wieder ein Tree of Life. Nee, und die unten rechts läuft irgendwie auch nicht. Wo sind denn die Wisps davon? Die kommen jetzt gerade. Ich weiß nicht, wo die waren. Also Moon hat so ein bisschen Geldprobleme tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in diesem Spiel nochmal sagen werde. Aber hier geht noch ein weiterer Bär down. Also Todd, ich meine, dafür, dass das Spiel die ganze Zeit so aussichtslos eco-mäßig aussah, hat Todd also eigentlich souverän gemacht. Hat eine auf super jeden Army. Fall. Hat immer mal wieder was gekickt irgendwie. Dann da mal 3 Huntrits, da mal 2 Bären. Also auf jeden Fall nicht so schlecht. Hero-mäßig, Level 5, 5. Das ist ja laut bei dir. Level 5, 5 beim Human, Level 7 Dark Ranger. Und jetzt ist der Altar fertig von Moon. Und der Altar auf Kings auch von zu 4 Fünfteln. Ja, er braucht irgendwie, ich denke mal, er braucht hier 2, weil er schon Hilfe wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Slow jetzt auf die Dark Ranger, wenn da der Surround kommt. Okay, ist noch TP. Da kommt der Surround, aber gut. Hat ein TP natürlich. Macht Invisibility. Kann jetzt einfach rauslaufen. Hört ihn überhaupt gar nicht. Hat die Potion geschluckt? Ja, weiß ich nicht. Verschwendet halt Zeit, wenn er den Surround dicht hält, aber okay. Die Bären haben die Echse gefunden. Ja, aber lassen die auch in Ruhe irgendwie. So. Lass das Game mal noch ein bisschen laufen. Ich habe hier gerade Spaß. Jetzt wird hier ein Blood Mage gebaut.
auf Seiten von Moon. Tatsächlich. Was wird das? Was wird das? Was wird das? Was will er damit denn machen? So. Das ist einfach auch. Er will einfach nur blamieren, oder? Also. Ja. Das war ja auch irgendwie so, also richtig ein Riesen-Event, ich glaube das größte zu der Zeit. Ne? Und das Spiel auf der Bühne irgendwie ausgespielt. Ja, vor seiner Heimcrowd da. Ja, ja. Ne? Und er zeigt einfach mal, wo der Frosch die Locken hat. Und weiß Todd das eigentlich? Also Minimap, wenn man sich die Minimap anguckt, weiß er es nicht. Dann, cool also Map, doch, ey. Doch, laut Fog of War, bei mir weiß er es. Also bei mir ist da alles dunkel. Ach so, okay. Ja, also noch keine Gebäude. Ja, was gibt's sonst so? Blood Mage jetzt fertig. Tier 3 Tech jetzt auch. Beim Moon, also beim, wie soll man das sagen jetzt? Also die, Moon taggt seine, Tag quasi auf eine Castle. Diesen Satz wird man wahrscheinlich nie wieder hören. In der Geschichte. Ich hab, und ich hab ihn gesagt, ey. Ja. Ja. Ist immer schön einzigartig zu sein. Todd versucht auf jeden Fall sein Bestes. Kickt hier ja, auch wieder die nächste. Noch eine weitere Echse. Hat Moon noch? Moon da oben ist schon wieder eine. Seine Natural läuft halt noch und die an der rechten Startposition. Jetzt hat er den Blood Mage gesehen, ey. Mit da jetzt mal da Flamestrike in die Passants, aber hat es nicht ganz durchgechannelt. Halt, doch, Todd hat auch Income hier. Und jetzt geht Moon auf die Echse, auf die einzige Goldmine von Todd. Mit dem Blood Mage, der castet hier gleich mal so ein Fire-Dings, aber bricht ihn auch direkt wieder ab. Ah, er chillt nicht lange daran genug. Sieht man, dass er nicht so oft, so oft Human spielt. Jetzt TP'er hier raus. Aber auch nicht so. Achso, doch, krass. Krasse TP-Range irgendwie. Jo. Alles mitgeportelt, was da wichtig ist. Oh, die Dryaden hat er vergessen. Also Moon hat noch 77 Supply. Todd 44. Eine Dryade wird hier nochmal schön geblockt, wird trotzdem aber nicht down gehen. Jo, jetzt killt Mensch. Er endlich den Peasant Dame so. Schwer im Magen liegen muss. Gerade. Ja, so, Todd war ja auch immer ein sehr emotionaler Spieler. Ja, eher so ein melancholischer Typ, würde ich auch sagen. Eher so ein aggressiver Typ in diesem Fall, würde ich vermuten. Jetzt kommt tatsächlich ein Arc-Match. Also. Moon baut sich ein Arc-Match. Ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, wa? Ja. Pippi Moon-Strumpf. Oh Mann, dieses Game. Aber Todd hat eine Echse und die läuft. Ich meine, man darf ihm das nicht, verwehren. Aber gut, es ist halt 44 Supply gegen 90 Supply. Spricht dann auch schon Bände. Ja. Es ist aber auch so krass, wie Moon einfach die komplette Map zu seiner Main macht, oder? Also rechts die Producing Buildings, links und seine so Human Base. Ich habe ihn aber kennengelernt. Dafür ist er zumindest bei meiner Erinnerung, ist er dafür berühmt geworden, dass er das immer irgendwie gemacht Absolut hat. Absolut richtig. Das und das natürlich die Dots-Strategie. Ah, Todd kickt jetzt hier den Tree of Eternity irgendwie, da kommt auch null Gegenwehr. Vielleicht. Ja, das ist Moon alles, das ist Moon. Ist ihm alles egal. Das ganze Game hat man das Gefühl, dass das Moon alles völlig scheißegal ist, was Todd macht so. Oder? Ja. Also, was Todd macht, ist ihm so Lade. Ja. Der läuft ganz woanders rum, baut Echsen ganz woanders. Eine Echse fällt, der baut zwei neue. Ja, er hat ja noch. Er hat zwei Goldminen noch und. Aber er kann jetzt. Ja, Bären kann er aber immer noch bauen, ne? Ja, ja. Oder? Wenn er möchte. Ey, er hat eh so eine große Armee, ist eh geil. Schön beim Shop wahrscheinlich noch irgendwie Scroll of Regeneration gekauft oder so. Wo ist denn der Arc-Mage? Ist jetzt am Start mit Blizzard wahrscheinlich dann? Ja, hat keine Aura. Dann wird's Blizzard sein. Flamestrike und Blizzard. Sehr, sehr coole Combo gegen so Bases. Aber die Bären regeln das halt schon vorher, bevor da irgendwie ein Spell reinkommt, ne? So, jetzt TP von Todd. Letztes Aufbäumen. Erste wirkliche Aufeinandertreffen geben in diesem Spiel überhaupt, aber Todd. Blizzard wäre halt so krass, gar nicht so gut. Oh. Genau in das TP rein. Vom Nine Elf, die. Gar nicht gut für Todd. Todd hat ernste Probleme und guckt jetzt. Jetzt würde ich gerne das chinesische Video sehen und gucken, wie Todd guckt. Ja. Also, das, den Blick will ich sehen. Charmt Übernimmt noch einen Rifler. Rifleman. Ja. Ja. Flamestrike, Blizzard rein. Oh, das ist was so, das muss so bitter sagen? Sein. Also, das ist irgendwie. Das ist gelaufen. Naja, so richtig rein traut sich Moon jetzt gerade auch nicht. Oder er achtet es zumindest, er hält es für klüger, dann nicht reinzugehen.
Ein Bolt auf den Bären, den kriegt er vielleicht noch down genuked, ja. Immerhin noch ein Clap auf die Bären. Ich meine, Todd holt das Beste raus. Todd macht das, also Todd spielt auf gar keinen Fall ein schlechtes Warcraft 3 schon, das ganze Game nicht. Also, aber er rennt, er ist Moon halt immer einen Schritt hinterher gewesen. Aber wer kann auch damit rechnen, dass man irgendwie drei Echsen gleichzeitig baut und davon dann zwei durchkriegt? Ja, genau, so, dann ist das Game halt gelaufen. Ja gut, aber andererseits, warum kann Moon sich das eigentlich leisten? Also das ist eine gute Frage. Eigentlich ist es ja so, dass Todd schreibt GG und geht raus. Ja. Ich glaube nicht, dass er das gut in diesem Game ernst meint, aber ja, aber ich meine, wenn du die Resource Score anguckst, ist es halt schon irgendwie doppelt so viel wie Todd einfach mal auf Seiten von Moon. Und krass. Das ist in der Tat. Aber er hat auch 10.000 an das Upkeep verloren, also ist gar nicht mehr so viel mehr im Endeffekt. Aber trotzdem natürlich, das ist, muss auch ein bisschen buggy sein irgendwie. Krasses Game, was damals natürlich Riesenwellen geschlagen hat. Todd war danach wahrscheinlich nie wieder derselbe Mensch. So nachdem er so gedemütigt wurde vor Publikum in Korea. Ja. Also ich finde, das Spiel musste auf jeden Fall in den Top 100 sein. Ich hatte sehr viel Schiss, dass es irgendwie Platz 2, 3 oder 1 ist, weil es einfach so was Besonderes ist. Und aber... Es ist, ich finde, so auf Platz 11 ist es gut aufgehoben. Ja, es ist auf jeden Fall schön, mal gesehen zu haben, aber es war jetzt, ja, es war